Bing Boing von Schmidt Spiele ist ein Würfelspiel für 2 bis 8 Personen mit einer Spieldauer von ca. 15 Minuten. Zunächst wird jedem Spieler ein Wertungsblatt ausgeteilt und gemeinsam entschieden, ob nun alle auf der gelben oder auf der blauen Seite spielen. Jeder Spieler nimmt sich dann noch einen Stift und wer zuletzt einen Bing gehört hat, schnappt sich die 3 Würfel und beginnt das Spiel. Die Wertungsblätter sind beidseitig bedruckt und zeigen verschiedene Muster bzw. verschiedene Varianten an. In der ersten Runde empfiehlt es sich, mit der blauen Seite zu starten. In jeder der Runden würfelt eine Person mit allen 3 Würfeln. Dieses Ergebnis gilt dann für alle Spieler. Anschließend wählen alle Spieler eine Würfelkombination aus, die aus dem roten Würfel und einem der beiden weißen Würfel besteht. Also hier zum Beispiel 15. Daraufhin wird dann das entsprechende Zahlenfeld angekreuzt. Das Würfelergebnis kann jeder Spieler individuell für sich selbst zusammenstellen. Pro Spielrunde wird eines der Felder angekreuzt. Hier gibt es allerdings verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Entweder nutzt man eine zusammengesetzte zweistellige Zahl, die aus einem roten und einem weißen Würfel besteht, wie eben hier gezeigt. Auch so rum wäre übrigens erlaubt. Oder aber man nutzt die Summe aus dem roten und einem der weißen Würfel, hier wäre es dann 6. Oder aber man nutzt nur den roten Würfel. Hier wäre es eine 1. Bei dem Sonderfall, dass ein Pasch gewürfelt wird, also 3 gleiche Zahlen, darf sich dann jeder Spieler ein beliebiges Zahlenfeld ankreuzen. Wenn ein Spieler sein Zahlenfeld angekreuzt hat, ruft er laut Bing. Sind in einer Reihe oder Spalte alle Zahlenfelder bis auf genau eines markiert, so ruft man dann laut Bing. Boing! Und daraufhin darf man das nicht angekreuzte einkreisen. Das ist dann ein sogenannter Bonuskreis. Dieses Feld gilt jetzt als markiert und kann unter Umständen auch weitere Bonuskreise auslösen. Immer wenn alle Spieler mit ihren Eintragungen fertig sind, werden die Würfel an den nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weitergegeben und dieser würfelt dann. Es wird so lange weitergespielt, bis es einem Spieler gelingt, alle seine Felder zu markieren. Dieser ruft dann Bing, Boing, fertig und hat das Spiel gewonnen. Sollte dies aber mehreren Spielern gleichzeitig gelingen, so gewinnt jener Spieler, der die meisten Bonuskreise sammeln konnte.